Die IG Metall erklärt dem Betriebsrat. Der Arbeitsplatz spielt im Leben der Menschen eine große Rolle. Hier verbringen sie viel Zeit und verdienen ihren Lebensunterhalt. Darum ist es gut, dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsalltag mitbestimmen können. Und zwar in Betrieben mit mindestens 5 Beschäftigten. Das geht, indem sie Kolleginnen und Kollegen zu Betriebsräten wählen. Je größer der Betrieb, desto mehr sind das. Betriebsräte bringen Demokratie in die Arbeitswelt. Ein Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Seine Rechte und Pflichten sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Ein Betriebsrat schafft Transparenz und Rechtssicherheit. Er informiert die Beschäftigten und sorgt für verbindliche Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber. Bei vielen Themen kann ein Betriebsrat mitentscheiden. Zum Beispiel bei der Gestaltung von Arbeitszeit, Schichtplänen, Pausen und Überstunden. Wenn es ums Geld geht, also bei Eingruppierung, Leistungsentgelt, Boni und Akkord. In Fragen der Sicherheit, bei der Unfallverhütung, dem Gesundheits- und Umweltschutz. Und natürlich, wenn es um Einstellungen, Kündigungen sowie die Aus- und Weiterbildung geht. So sorgen Betriebsräte für sichere Arbeitsplätze und faire Arbeitsbedingungen. Ein Betriebsrat zahlt sich aus. In Betrieben mit Betriebsrat sind die Löhne höher als in Betrieben ohne Interessenvertretung und die Arbeitsplätze sind sicherer. Damit sie gut arbeiten können, haben Betriebsräte eine starke Partnerin, die IG Metall. Die Gewerkschaft steht ihren Mitgliedern und den Betriebsräten in den Branchen Metall und Elektro, Eisen und Stahl, Holz und Kunststoff, Textil und Bekleidung sowie im Handwerk mit Rat und Tat zur Seite. Sei es mit Schulungen, Infomaterial oder Beratung in allen Rechts- und Wirtschaftsfragen. Die IG Metall unterstützt und vernetzt Betriebsräte und gewerkschaftlich Aktive. Betriebsräte in der IG Metall. Mitdenken, mitbestimmen, mitmachen. Alle Infos unter www.igmetall.de/Betriebsrat.